Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Busfahrer fährt einen Bus mit geistig behinderten Kindern. Plötzlich ruckt es und der Bus bleibt stehen. Der Mann ist ziemlich genervt. Hinten beginnt ein Junge zu schreien. Ich weiß, was kaputt ist, ich weiß, was kaputt ist, ich weiß, was kaputt ist. Der Busfahrer, bitte sehr ruhig. Und er probiert alles, um den Bus wieder in Gang zu bringen. Er steigt aus, läuft rundherum, kontrolliert alles. Innen schreit immer noch der Junge, ich weiß, was kaputt ist, ich weiß, was kaputt ist. Nach ein paar Minuten steigt der Mann wieder ein, ist ziemlich frustriert und genervt, dreht sich um zu dem Jungen und sagt, okay, was ist kaputt? Der Junge strahlt und sagt, der Bus ist kaputt. Der Montagswitz. Das war der Witz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Und an dieser Stelle möchte ich euch an den 21. März erinnern, das ist der internationale Tag der Menschen mit Down-Syndrom. Ich hoffe, wir feiern alle gemeinsam und ihr habt viel Spaß mit diesem Witz. Eine schöne Woche und nicht vergessen, Lachen macht lustig.